Let's Play for Free World of Warplanes bei Sofa Gaming mit dem Kundran und mir, dem Säcker. Folge Nummer 21 und endlich Tier 5 Airplanes. Guten Tag. Ja, ich werde meine doch jetzt direkt mal erforschen. Mir fehlen zwar, ja, 191 normale, aber das werde ich, habe ich in der letzten Folge schon mal gesagt, jetzt von meiner freien Erfahrung einfach nehmen. Armer Schlucker. Ja, ich weiß. So, 380.000 Credits kostet das gute Ding. Das machen wir doch mal. Wir machen das Ganze ohne Mannschaft, weil wir ja die alte übernehmen werden. Jo, und dann kaufen wir die gute mal. Fangen wir mal mit den Schützen an, beziehungsweise erstmal mit dem Personal. Wir uns noch gar nicht gezeigt haben, ich glaube, das mache ich mal in einer meiner nächsten Aufnahmesessions, fällt mir gerade so auf. Die Flugzeuge anstreichen, geht auch. Oh ja, das haben wir noch gar nicht gemacht, das stimmt. Ich glaube, beim T5 könnte man das schon fast permanent für Gold machen. Die auch relativ lange fliegen werden. Hier werde ich verkaufen. Ja, das würde ich auch gleich noch machen. So, die Piloten sind drin, wie das haben wir beim letzten Mal schon mal gemacht. Die müssen jetzt noch umgeschult werden. Ja, ich belasse sie auf 50%. Ich glaube nicht, dass ich 7500, lohnt sich da 75% direkt für 40.000 mitzunehmen. Habe ich gemacht, weil ich kriege für mein Flugzeug und das Equipment, was ich da verticke, über 200.000 wieder. Ja, gut, das stimmt. Ja, Also, dann nehmen daher wir das passt das doch mal schon. mit. Das machen wir beim Heckschützen auch noch. So, ich bin reich. Ich kaufe mir direkt mal Upgrades, die ich da Ja. reinsetze. Meine Ja. Improved Deflector Sight kann ich da zum Beispiel einbauen. Das Was ist sehr bekomme cool. ich denn? Bekommen 100, ja, 111.000 bekomme ich. Plexiglas bauen wir auch auf jeden Fall wieder ein. Ich habe meine 10% mehr Firing Accuracy, konnte ich von meinem Vorgänger übernehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade mitverkauft habe. Wenn. Eigentlich kannst du das nicht verkaufen. Huch, Kann nur sein, Verbesserung. dass du es für Gold rausrupfen musst, wobei die Improved Reflector Sight eigentlich nicht, wie auch immer das bei Ja, dir das heißt. habe ich auf Lager. Ja, das Das ist solltest du sehr auf jeden Fall auch gut. einbauen. Das kann ich einbauen. Ich kann hier direkt den nächsten Motor einbauen. Auch schon mal praktisch. Jo, das werde ich auch direkt tun. Ja, für die nächste höhere Gun brauche ich 2580 Erfahrung. Für den nächsten Heckschützen bzw. für sein Geschütz 2715. Das werde ich auch auf jeden Fall machen, weil, wie man sehen kann, hat der hier momentan noch ein Tier 3 Geschütz hinten, was ich dann auf Tier 5 upgraden kann, während bei der Waffe es bei Tier 5 bleiben wird. Also zumindest bis ich dann zur nächsten Waffe noch gehe. So, dann gehen wir noch zur Wartung. Da haben wir jetzt nämlich wieder einmal Panzer brechend. Und ja, ich war eigentlich mit Brand ganz zufrieden, muss ich sagen. Ich habe jetzt mal das Gemisch genommen, also die Premium-Munition bezahlt einfach für Credits, weil ich so viel habe, dass es einfach egal ist. Warum hat er mir jetzt... Ah, jetzt habe ich die Brand drin. Premium benutzt du? Ja, die Brand panzerbrechend, die ist halt ein Gemisch irgendwo. Prozentige Ja. Feuerchance. Wobei die Okay. Brandwahrscheinlichkeit geringer ist, klar, und dafür hat sie ein bisschen mehr Schaden. Wobei sie weniger. Ja, ich bleib bei meinem Halb-Halb. So. Ja. Neues Flugzeug. Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Ja, müsste so ein bisschen aussehen wie dein altes, ne? Nur ein Ja, paar Details es müssten quasi anders sein. hat sich nicht so viel geändert, aber sieht trotzdem ganz hübsch aus. Vorne die Gun, die hat man glaube ich bei der alten nicht ganz so schön gesehen wie hier. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an in der Runde, oder nicht? Jo, machen wir mal. Schauen wir doch mal, was mit den neuen jetzt geht. Und was wir für Gegner bekommen. Wir sind jetzt auf jeden Fall im guten Mittelfeld. Das einzige Problem ist nur halt, dass wir noch gar keine Module haben, irgendwie, die wir aufwerten konnten. Das Na, ich heißt, hab immerhin den neuen Motor drin. ja, also ich bin fast allem unterlegen. Außer der anderen P40, die beim Gegner ist. Ich glaube, ich Soll bin das ich. schnellste Flugzeug hier drin. Ja, das kann gut sein. Ja, ich bin das schnellste Flugzeug hier Also drin. ich habe größtenteils einen Airspeed Also und ich einen Manövrierfähigkeitsvorteil. hatte... Und davon muss ich zurückstecken.
Ich hatte, glaube ich, bei allem höhere. Also Feuerkraft und Geschwindigkeit. Hol sie dir. Oh ja, du bist schneller, kann das sein? Ja, ich bin sehr viel schneller als davor mit der P40. Das ist doch mal praktisch. Glaube ich, ein ziemlicher Traum, dieses Flugzeug, das zu handeln. Schauen wir mal. Da möchte ich jetzt Asse sehen hier. Ja. Dann brauche ich erstmal neue Guns für, dafür brauche ich einen neuen Airframe und der kostet 4000 XP. Boah, das geht doch. Unter uns fliegt schon das Spitfire und mein Modell durch. Ja, ich gehe mal tauchen. Und über uns kommt noch eine, was von mir. Die wird auf mich rapsinken. Ja, das habe ich mir gedacht, scheiße. Ja, ich konnte leider nicht mehr weg. Ihr seht, mein Flugzeug zieht noch so ein bisschen nach oben, weil ich noch wegziehen wollte. Gut, ich hätte vielleicht eher nach unten wegziehen müssen. Aber, naja. Ich kann noch nicht wechseln. Wir gucken mal durch die Wolke hier Serka zu. Wie er irgendjemanden jagt. Den wir durch die Wolke leider auch nicht sehen können. Aber jetzt. Wenn ich ihn treffen würde? Mein Flugzeug gesehen haben beim Vorbeifliegen. Yep. So, und da bin ich eingeschlagen. Dann suchen wir dich mal. Das war jetzt extrem unglücklich für mich. Problem war nur, hätte ich ihn nicht angeflogen, hätte er mich wahrscheinlich trotzdem gemacht und ich hätte ihm gar keinen Schaden gemacht. Eventuell hätte ich ihm ausweichen können. Oh Gott. Das ist cool. Das war knapp. Ja, eventuell hätte ich meinem Gegner noch ausweichen können, hätte ich nach unten weggezogen, aber ich befürchte, auch das hätte nicht mehr geklappt. Das ist eben bei dieser Manövrierbarkeit der Flugzeuge extrem schwer zu machen. Der ist leider einfach manövrierfähiger als ich mit so einer hässlichen Spitfire. Aber jetzt. Nee. Halt, gewechselt. So jetzt. Ja, aber. Oh mein Gott. Ja, ich bin jetzt leider irgendwie ziemlich alleine hier. Ja. Das Leben auch außer die nicht mehr groß welche, außer einer. Ja. Ich glaube, der eine möchte dich einfach nur rammen. So wie er fliegt. Gerne versuchen. Und das Flugzeug doch nochmal ein bisschen an aus der Nähe. Unten sieht man das Fahrwerk, wie es eingeklappt ist. Auch relativ schönes Detail. Jo, also die Modelle sind echt cool. Ja, und okay. Da war der Treffer. Er hat es echt drauf angelegt. Ich glaube, er wollte tatsächlich auch nichts anderes. Ja, ist ein bisschen kacke, dass wir die Runde jetzt nicht gewinnen, aber auf der anderen Seite habe ich 3 Kills. Das heißt, ich könnte es in der nächsten Runde nochmal besser machen und doppelt einstreichen. Was Spitfire da jetzt macht. War eigentlich nicht so schlecht, das Manöver. Jetzt noch vorhalten und ziehen könnte, dann. Das klappt irgendwie nicht so gut. Außerdem hat er noch 4 Gegner. Ja, aber wovon er eigentlich nur einen ernst nehmen muss. Und einer gerade abgestürzt ist. Da hat wohl jemand sein Ground Target ein bisschen unterschätzt. Wenn die andere Spitfire irgendwie ausmanövrieren kann. Ja. Ja okay. Mein Assist. Problem ist, er muss halt alle noch. Er muss beide noch zerstören. Ja. Könnte etwas tricky werden. B110R einfach schlau ist, damit sie ihm einfach wegfliegen, weil sie dreimal so schnell ist oder so. Ja, ist sie auch schon dabei. Selbst wenn sie killgeil ist, wird sie ihn wahrscheinlich kriegen können, weil sie einfach nur gerade auf ihn zufliegen muss. Und wenn er nicht die mega Ausweichskills hat, dann ist er dann halt weg vom Fenster dann. Da hinten links ist er. Ja, wird jetzt gerade auf ihn zufliegen und dann ist Ende.
Nicht so schlecht mit dem Immelmann, aber jetzt hat das irgendwie verkackt. Ich weiß nicht genau, wo die Reise gerade hingehen soll. Ah ja, jetzt. Jetzt kommt wieder das mit dem Zielen allerdings dazu. Ja, das ist echt nicht so sein Ding, habe ich so das Gefühl. Ja, und der kommt nicht ganz so hoch. Ja, Gegner hat jetzt 75% Advantage, das werden wir jetzt halt verlieren. Ja, wahrscheinlich wird er sogar noch abgeschossen. Ich glaube, sein Motor ist auch kaputt, weil so langsam wie er zum Teil ist einfach. Selbst wenn er geradeaus fliegt. Er wird doch nicht abgeschossen. Ja, er macht es ganz geschickt da unten. Halt weiß, dass die Messerschmidt nicht so manövrierfähig ist wie er. Also er ist auf jeden Fall extrem gut geflogen, das muss man ihm lassen. Ja, 618 XP, 20.000 Credits, läuft. Oh, 459 und 22.000. Dafür, dass wir es verloren haben und... was schon. Ja, meine Güte. Ja, ich muss nur mal gerade gucken, was hatte ich als nächstes? Also bei 2,7 hatte ich die Gun für den Heckschützen und bei 2,5 hätte ich meine eigene neue Waffe, die zwar ein kleineres Kaliber hat. Ich habe mal meine freie XP rausgehauen für meinen neuen Airframe. Mehr Schaden pro Sekunde. Sie ist schwerer trotz kleinerem Kaliber. Okay. Das ist interessant. Zieht einfach 200 Schüsse pro Sekunde mehr durch. Die Mündungsgeschwindigkeit ist um einiges höher. Ja, aber da fehlt natürlich noch ein bisschen was. So, ich habe jetzt nochmal zwei Guns mehr eingebaut bei mir. Okay. Aus jetzt. Jetzt drei in jedem Flügel bei mir. Aber keine mehr über meinem Motor direkt, was einfach auch nicht so geil ist. Weil die Munition dafür muss ja irgendwo dazwischen sein. Die kann ja nicht von den Flügeln aus zugeführt werden. So, weil jetzt haben wir Tier 6 drin. Eigentlich eine interessante Konstruktion ist, weil sowohl Munition als auch Treibstoff ja irgendwie in den Flügeln gelagert werden. Meinst du, es könnte eine explosive Mischung geben? Ja, wenn man da einmal richtig trifft oder getroffen hat damals in Realität, dann Da finde ich ja immer noch die Konstruktion des... Ach, wie heißt der Kampfheli? War es der Amerikaner oder der Deutschen? Ich weiß nicht, welchen du meinst. Ich weiß leider gerade auch nicht mehr, welchen wie er hieß. Und es war aber in irgendeiner Doku, wo sie gezeigt haben, dass der Kampfheli, wenn er unter Beschuss steht, dem Gegner den Tank zugewendet hat, weil der Tank am besten geschützt ist. Gleich nach einem Apache. Ja, genau, das war's auch. Auch eigentlich irgendwo paradox. Ich drehe dem Gegner meinen Tank zu, der ja, wenn man eigentlich mal so überlegt, ja, eigentlich hochexplosiv ist, wenn da irgendwas durchkommt. Aber dadurch, dass er eben am besten gepanzert ist, ja, lohnt sich das halt trotzdem. Ich weiß nicht, wie weit die Ingenieure bei den Flugzeugen hier zu der Zeit damals schon an sowas gedacht haben. Also teilweise gab es zum Pilotenschutz halt von unten gegen Flakfeuer irgendwelche Bleiplatten und so ein Krempel, was man da reingepackt hat. Was halt geht hier denn eigentlich ab? Hofft hat, dass irgendwie die gehen Piloten auf dich hier. Soll. Ja, ich sehe es gerade und spüre es. Oh Gott. Oh mein Gott. Durchgetroffen? Ja. Irgendwie ist hier auf der Seite nicht so gut. Na, wir können die Runde ruhig verlieren. Ungefähr nichts gemacht. Keine Ahnung, warum ich die Bär hier nicht getroffen habe eben. Wo sind eigentlich die ganzen Flugzeuge vom Gegner hin? Die waren doch eben so viele. Über dir oder abgestürzt, weil unsere zum Teil auch weg sind. Auf der andere jagt den auch gerade. Ja. Mehr. Nein, ich runterholen.
weder Assist noch sonst was von mir. Ja, müsste aber auf jeden Fall relativ viel für dich geben. Also wir gewinnen die Runde. Das war jetzt meiner. Irgendwie beschießt sich die ganze Zeit die Flak. Ja. Nur so als Info. Aber was soll ich groß machen? Wegfliegen. Ach was. Ach was. Vorsicht, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Hoch? Na gut, dann nicht. Und hoch gemacht. Weil du steiler hochziehen kannst als der. So. Wir dürfen euch jetzt gerne eigentlich noch abschießen. Ja, so gut geht's mir hier auch nicht mehr. Dein armer Heckschütze, wieso ist das eigentlich offen hinten bei ihm? Damit er vernünftig rausschießen kann. Ja, voll warm und so da. Allgemein muss es interessant ist, wenn man relativ nah ranzoomt, sieht man den Rauch nicht mehr. Wenn man da sitzt und es irgendwie einen Sturzflug gehst, muss es ein ganz schön Scheißgefühl sein, wenn du nicht siehst, wo der Boden ist. Meinst du? Du siehst dann nur noch Himmel dann. Wo jetzt in so einer Situation. Ja. Oh Gott. Das geht schief. Worauf hast du jetzt? Musst du nur hochziehen. Zweiter Gegner zerstört. Okay, wer hat dich? Ja. Aber da wir weniger Bodenziele zerstört haben, musste ich da drauf gehen. Sieht lustig aus, wie alles durchlöchert ist bei meinem Flugzeug. Also gleich ist es nicht mehr durchlöchert, weil er einfach in die Luft gegangen ist, aber... Hey, ich bin immer im Wasser gelandet. Was ist denn hier für eine komische Konstruktion? Wieso hat der einen Glasboden? Yes. Accessoire. Kann er da... Naja, aber rausgucken kann er da auch nicht, oder? Doch, zwischen seinen Füßen hinweg, glaube ich. Aber ich weiß noch nicht so ganz, wofür es gut sein soll. Vielleicht, wenn der Bodenziele angreift? Ich weiß nicht, ob der Bomben laden kann. Er sieht nicht so aus, als könnte er, oder? Da am Flügel? Was ist da am linken Flügel? Das ist auf jeden Fall ein, ja doch, das ist eine Halterung für Bomben. Ja. Eventuell tatsächlich dafür. Das ist ja auf jeden Fall ein, Jäger, der auf einem Träger stationiert ist. Ja. Normalfall. Das war jetzt dumm vom Gegner. Bisschen. Ja. Naja. Geile 500 XP. 1068 immerhin. Ich habe keine Strafe bekommen dafür, dass ich den anderen getroffen habe, also dass wir zu kollidiert sind. Ach, du hast sogar einen von uns getroffen? Ja, ja. Oh mein Gott. Das war, deswegen hatte ich minus 1, das war kein Abschuss. Ich hatte gar nicht drauf geguckt, muss ich gestehen. Ich dachte nur, du hättest dich mal wieder mit jemandem getroffen und... Nee, diesmal leider nicht. Diesmal leider mit dem Gegner, nicht mit dem Gegner. Unglaublich. Frage, was wir machen. Oder ob du eine überlange Folge produzieren möchtest. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Anderthalb Minuten. Ja, nein, dann würde ich sagen, schaue ich noch einfach noch mal ganz kurz in meinen Talentbaum rein. Talentbaum? Talentbaum ist, ich möchte auch einen Talentbaum haben. Ja, sowas hat nicht jeder. Und würde sagen, ich vergleiche mal meine drei Waffen, die ich hier habe. Und zeig mal gerade die Unterschiede dazwischen. Ich habe zwar eben schon mal kurz angesprochen gehabt, aber... Ja, wie ihr seht, die ersten zwei, also links ist die ich momentan habe, dann die als nächstes kommt und das ist dann die letzte, die ich erforschen kann. Ja, man sieht, die ersten zwei sind beide noch Tier 5, die letzte ist dann eine Tier 6. Ja, natürlich der Schaden pro Sekunde steigt an. Bei der zweiten ist dann, das hatte ich ja eben schon mal erwähnt, das Kaliber auf 15 runter. Was sich dann bei der dritten wieder auf 20 erhöht. Das Gewicht steigt von Waffe zu Waffe, kann ich mir eigentlich nur durch die Feuerrate erklären. Ansonsten wäre für mich es eigentlich logischer, wenn mit größerem Kaliber auch die Waffe, das Gewehr, die Kanone, wobei es stimmt, es wird von einer Kanone zu einem Gewehr, fällt mir auch gerade mal so vom Namen her auf. Auf jeden Fall steigt das Gewicht konstant, die Feuerrate steigt sogar dann noch mit dem großen Kaliber. Allerdings ist die Mündungsgeschwindigkeit im Gegensatz zum Gewehr dann geringer. Eigentlich wird die Reichweite auch nicht mehr so hoch. Da musst du gut überlegen, was von beiden du einbaust. Weil wahrscheinlich kann ich die Reichweite sehen? Nee, ich glaube nicht.
soweit mir das bekannt ist. Also theoretisch müsste allein vom Namen müsste man mit dem Gewehr kürzer schießen als mit einer Kanone. Da muss ich dann tatsächlich schauen, ob ich die zweite, also hier. Ja, wobei es sind Maschinenkanonen, also die Bullet Velocity dürfte größer sein, also sie werden eher droppen. Das heißt, die Okay. MGs müssten eigentlich die größere Reichweite haben. Das ist aber auch deshalb unter anderem, weil höchstwahrscheinlich die Maschinenkanonen für die Bekämpfung von Bodenzielen vorgesehen sind. Ah ja. So ist es ja bei meinem Vorgänger jetzt gewesen, dass ich den ja umrüsten konnte zu einem Bodenzielbekämpfer. Ja. Na gut, finden wir in der nächsten Folge mal raus. Erstmal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge dann. Und ciao.